Guck mal, so eine Dinger gesehen, die sind nicht schlecht. Tja. Ich sitze in meinem Schlafzimmer, ne, mit meinem 4K-Fernseher und gucke ein bisschen Fernsehen. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Das heißt ein bisschen. Ich überlege ja schon länger. Und tja. Also mein Notebook ausgedient natürlich nicht. Wochenende. Polizei, Feuerwehr, RTW. Aber, tja, man verliebt sich ja ziemlich selten. Muss man ja sagen. Und, tja, was ist wieder passiert? Und zwar betrifft es jetzt eigentlich ein Notebook. Natürlich betrifft es ein Notebook doch keine Frau. Aber ich habe jetzt so ein kleines Stück Plastik gesehen, was mich ziemlich berührt hat, was mich angesprochen hat. Und zwar ist es das neue, das ist allerdings schon im Mai 2019 rausgekommen. War es, glaube ich, Mai, Juni 2019 rausgekommen. Und ja, ihr kennt das ja, Liebe auf den ersten Blick und sowas. Ne? Und jetzt bin ich so ein bisschen am Schwanken, ob ich irgendwie, ja, ich hatte so was zwischen den Zähnen hängen, so ein Krümmel, kennt ihr auch. Ihr kennt das ja, wenn ihr dann was seht und euch sofort verliebt, kennen manche Leute von Frauen, ich nicht, weil, ja, die Geschichte kennen wir dahinter. Ja. Kurz gesagt, habe ich mich verliebt. Allerdings ist die Sache, das Notebook ist ein Acer Aspire Acer Nitro. Also Nitro 5, klar. Nitro 5 sagt, wenn man sich jetzt ein bisschen informiert, sagt einem das ein bisschen was. Und es gibt es jetzt schon in der 5., 6., 7. Generation mittlerweile. Und ich bin allerdings am Überlegen, beziehungsweise das Schwierige daran ist, dass ich nicht weiß, welche Revision ich mir kaufe. Das ist jetzt die Frage, welche Revision kaufe ich mir? Weil es gibt ja einmal die Low-Budget-Version mit Ryzen und RX 560X Grafik. Das ist immer dieses Typische. Der Preis ist eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal. Für mich persönlich. Aber die Sache ist, dass diese Ryzen-Technologie generell Intel überhaupt nicht hinterherhinkt. Und das Notebook immer dasselbe ist, bloß wir haben einen Ryzen oder haben einen Intel i5. Ja, also für mich persönlich ist das mal so, ja, neueste Generation Intel i5, GTX 960M ist ja doppelt so schnell wie die GTX 59M. Wenn ich allerdings den Ryzen nehme mit der Grafikkarte, ist das Ding, kostet dann, ich glaube, 300-400 € weniger. Aber ist grafiktechnisch genauso schnell. Die Sache ist, es geht mir nicht wirklich darum, Spiele zu spielen. Ich schneide damit ja ein paar Videos. Und der Hauptpunkt ist, dass ich anständigen Sound möchte, den das Ding so oder so bietet, egal in welcher Revision. Vom Aussehen her habe ich mich eh schon verliebt, also ist sowieso schon eine beschlossene Sache. Nur bin ich jetzt unsicher, ich weiß nicht, möchte ich jetzt das Intel-Produkt oder möchte ich das Ryzen-Produkt? Ich war generell noch nie jemand, der so ein AMD-Fan war. Allerdings habe ich auch eine Xbox One X, die läuft auf AMD-Technologie. Jaguar, hau mich tot? Weiß ich nicht genau. Ich meine, Intel ist ja schön und gut. Ich meine, ich benutze dieses Notebook, was ich hier habe, natürlich noch zum hier Bearbeitungsklamotten und so, ja auch weiter. Aber bei diesem Notebook ist das Problem, und es ist ja ein schweineteures HP G850 G5. Es ist ein Arbeitsmonster. Das Ding arbeitet schnell, die SSD ist schnell und so weiter. Was ich nur als Problem habe, gerade was jetzt Videos bearbeiten, beziehungsweise die Geschwindigkeit von Videobearbeitung angeht, ist es so,
dass die Videobearbeitung immer auf die GPU geht. Und das ist ein Arbeitsgerät. Und diese, es ist eine gute Arbeitsmaschine etc. Aber was jetzt Videobearbeitung etc. angeht, das geht auf GPU. Und diese Kiste hier arbeitet trotzdem, auch wenn das Ding schweineteuer ist etc., immer noch mit Intel HD, hau mich tot. Mit Intel HD Grafik und selbst mit der umschaltbaren Grafik funktioniert es nicht. Das heißt, selbst wenn du Programme darauf anweist, nicht auf die Intel HD Grafik zu gehen, beziehungsweise die Intel HD Grafik zu nutzen, nutzt er immer noch die Intel HD Grafik und braucht gleich dreimal so lange. Außerdem war die Kiste mit einer HDD ausgerüstet, ich habe eine SSD nachgerüstet, ich habe noch mehr RAM drin, ich habe jetzt 24 GB RAM sind drin und wirklich geholfen hat das auch nicht. Also ist After Effects oder sonst was, ja, frisst den RAM leer, aber schneller geht es trotzdem nicht. Was auch auf den i7 zurückzuführen ist. Der zwar auf der neuesten Generation ist, allerdings mit den Kernen und so, das ist alles nicht so, ist nicht so optimal. Außerdem ist das ein bisschen ausgelutscht. Der spinnt auch ehrlich gesagt jetzt so nach der Garantiezeit. Nach der Garantiezeit fängt er auch an rumzuspinnen. Und ja, Alugehäuse und alles mögliche. Ja, aber die Kiste fängt langsam auch ein bisschen an rumzuspinnen. Der Prozessor ist lauter geworden. Die Kiste ist nicht mehr wirklich. Also, er hat im Standard immer so 40, 50, 60 Grad gehabt. Wenn du jetzt was gerendert hast, hatte der dann 50, dann hatte der mal 60, 70 Grad. Und mittlerweile ist es so, dass er 80, 90 Grad hat. Wärmeleitpaste, alles ausgetauscht. Ich habe mich um den RAM gekümmert, alles mögliche, es hilft nicht mehr. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber kaum ist die Garantie abgelaufen, funktioniert das Ding auch nicht mehr so, wie es soll. Natürlich läuft er, du kannst es auch super als Office-Kiste und sowas verwenden, aber wenn es dann wirklich was intensiv aufwendiges ist, ist es dann wirklich problematisch geworden. Und ich will mich von der Kiste nicht trennen, ich werde den auf jeden Fall behalten, ich werde den auch gerne noch nutzen etc. Außerdem der Akku, das ist auch schon ein Witz. Kaum ist die Garantie abgelaufen gewesen. Und das ist 2 Wochen über Garantie. Der Akku anstatt, was hat er gemacht? 2 Stunden, 2,5 Stunden. Hält der Akku jetzt so ungefähr so eine halbe Stunde? Nichts mehr. Neuer Akku, weil speziell HP, ne, 850er G-Serie, würde mich der Akku 60 Euro kosten, wenn ich jetzt den Akku auch noch machen würde. Es ist letztendlich ein Fass ohne Boden, die Kiste. Ich meine, er ist schön, er läuft, alles super, aber so wie es damals mit meinem Alienware war, man verliebt sich dann so in dieses Acer Nitro Design, gerade das neue Design mit der roten Tastaturbeleuchtung, das ist ja nicht nur die Tastaturbeleuchtung, das ist auch generell so die Einstellung. Die Sache ist, wo ich jetzt seit einer Woche schon mit mir selber hapere, musst du dir jetzt ein Notebook kaufen, was 1500 Euro kostet, oder nimmst du dir einfach die weißen Variante, die einfach nur völlig ausreichend für mich ist und ich brauche überhaupt nicht so viel Leistung und kann selbst, habe ich mal kurz nachgeguckt, bei YouTube zum Beispiel mit der Grafikkarte, mit dem Prozessor, da könntest du selbst Battlefield 5 auf Ultra Settings immer noch mit 50, 60 FPS und gerade so immer noch spielen und ich spiele mit dem Rechner ja gar nicht, ne? Dafür habe ich eine Konsole, Xbox One X, nächstes Jahr X-Series, klar. Rentiert sich bei mir gar nicht. Das ist eigentlich nur zum Videobearbeiten und dann so, dass ich so, du willst ein gutes Gefühl, wenn du deinen Rechner hast, gerade wenn das Thema Rechner für dich relevant ist, beziehungsweise möchtest. Wenn du den Rechner anfasst, möchtest du, wenn du jetzt, ob du spielst, arbeitest oder irgendwas, du willst ein gutes Gefühl haben, wenn du das anfasst. Das ist der Punkt. Das ist dann das, wo ich mit mir selber hapere, weil ja, es gibt so die i7-Variante, aber das ist dann wieder diese Extrem-Variante mit RTX 2070, i7, HQ etc. Das brauche ich nicht. Die Sache ist, es kann 1000 Euro teurer sein,
Letztendlich habe ich, mehr oder weniger designtechnisch, habe ich dasselbe Notebook vor mir und habe so viel Leistungen, die ich nicht annehmen benötige. Das ist so, als wenn du einfach nur schnell zu Kohle kommst und kaufst dir dann ein Apple-Produkt, weil es ein Apple-Produkt ist. Das will ich nicht und deswegen überlege ich schon seit einer Woche, was könnte passen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir und ein Gaming-Notebook, ja, aber dann ist ein Gaming-Notebook ist wieder so dick und dann hast du ja auch wieder unten die Lüfter. Aber wie süß das aussieht mit dem Display und mit den Kanten. Und dann haben wir ja nur 1,6 mm Tastenweg und ach, und die Beleuchtung und ach, schwierig. Tja, und jetzt nach einer Woche habe ich mich entschieden. Und das seht ihr dann irgendwann. Das seht ihr dann erst irgendwann. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Ist halt schwierig. Ich steigere mich dann in sowas rein, so wie mit meiner Xbox Classic. Dann ja, dann kommt ein durchsichtiges Gehäuse, dann kommt da LED rein, dann kommt da noch, da kommt dann Doppellüfter, dann wird die CPU erneuert, dann kommt noch ein Doppelram und Dinge. Das ist genau dieselbe Nummer. Ja, und gut. Ich würde sagen, morgen entscheide ich das. Das Video geht heute direkt, jetzt nach diesem Aufnehmen online. Und das sind so diese Spontan-Videos, die ich auch ab und zu mache. Das ist schwierig. Das ist so wie Felgen oder Frauen oder was, da überlegst du monatelang. Und bei einem Notebook, da ist so, du siehst dir das Ding an und denkst so, boah. Die Schlampe zu Hause stehen haben. Und das funktioniert, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Ach, der ist die erste Krise, die wieder die Krise. Mein Gott, ey. Da haben sie die richtigen Leute ausgegraben, ey. Tja, in diesem Sinne, ne? Ob das jetzt meine Geschichten aus der Gruftsammlung betrifft, meine Konsolensammlung oder sonst was, da bin ich jetzt auch mal richtig gespannt. In diesem Sinne, tja. Meine Nase läuft immer noch und das ist immer noch derselbe Punkt. Das werdet ihr demnächst, selbst im Februar, noch sehen, dass immer nur ein Nasenloch bei mir verstopft ist. Und das nervt, da kriegst du die Krise. Und das ist nicht nur einfach, dass es das irgendwie so läuft oder was. Nein, es juckt aber auch genauso mies. So. Müssen wir mal sehen. Morgen ist wieder ein großer Putztag hier. Seht ihr da hinten? Da, Sega Mega Drive. Seht ihr offen, ne? Ja, das ist eine Originale. Und die habe ich im Karton gelassen. Ich habe einmal reingeguckt und die mal angetestet. Und ja, interessant wäre auch, wenn jetzt mal einer fragen würde, wie viele Konsolen hast du überhaupt? Dann müsste ich zum Beispiel eine Liste machen. Und ja, in diesem Sinne entlasse ich euch für heute aus dem Irrenhaus und ich glaube, ich gehe gleich mal ins Bett. Oh, leg mich doch mal.